Okay. Sehr gut. Dann natürlich wieder hier. Jetzt mal hier Blätterwirtschaft. So, da brauche ich nicht. So. Herzlich willkommen zum, ich glaube, 6. Spieltag in unserer clan-internen Liga. Herzlich willkommen auf meinem Stream oder auf meinem YouTube-Kanal, je nachdem, wo ihr das seht gerade. Und heute spielen Tamalan und Skissus, beide ja schon in den Spielen vertreten gewesen, in anderen Spielen. Und haben teilweise echt gute Matches abgeliefert. Dann sind wir doch jetzt mal gespannt, wie das heute aussieht. Ich muss hier nochmal kurz Stöpsel reinmachen. Wo ist das? Einmal stöpseln, habe ich jetzt vergessen. So, einmal gestöpselt. Hier noch schön. So, einmal hier rumstöpseln. So, gut. Beide in der Silberliga. Unser Terraner Tamalan, der auch gleichzeitig Clan-Offizier für StarCraft 2 ist, gegen den Skissus als Silberzerg auf der Karte Habitat LE. Skissus natürlich auch etwas schwach gewesen in den vergangenen Spielen. Gucken wir mal, ob er jetzt etwas aus seinen Fehlern gelernt hat und ein bisschen geübt hat vielleicht auch. So, Sound habe ich, sehr gut. So, der Tamalan spawnt in der oberen linken Position und der Skissus in der oberen rechten Position. Man sieht hier, Drohnen werden gebaut, Worker, alles noch pretty Standard, möchte ich sagen. Hier wird auf 10 Drohnen aufgedrohnt. Kommt noch kein Overlord. Das Depot wird gebaut von Tamalan. Und da kommt auch schon der Overlord bei 10 Supply. Auch nicht besonders Standard. Aber auch auf jeden Fall machbar. Jetzt kommt der Pool. Also ein 10-Pool, Spiel unterbrochen. Einen Moment bitte, sagt der Tamalan. Den Moment möchten wir ihm natürlich auch geben. Baut hier auch die Kaserne, ungefähr gleichzeitig mit dem Pool. Ansonsten versucht der Skissus jetzt hier einen 10-Pool scheinbar. Wir sehen's. Overlord ist auf dem Weg zum Scouten. Die Drohne, der SCV ist auf dem Weg zum Scouten. Und so, es kann weitergehen. Von mir natürlich auch. Skissus schreibt, okay, ready. Yo, ist ready. Dann kann es jetzt endlich weitergehen. Okay. Wie schon gesagt, der SCV ist ja auf dem Weg zum Scouten. Und in der Production Tab sehen wir, das Gas wird genommen von Skissus. Und der Pool ist gleich halb durch. Jetzt ist er halb durch. Gas auch hier bei Tamalan. Und da kommt der Scouting SCV rein. Ja, gucken wir mal. Gas fertig. Da schickt er 2 Drohnen rein, 3 Drohnen rein. Tamalan hier wunderschön gescoutet. Pool ist fertig. Und da werden die ersten Linge schon gebaut. Wir sehen es hier auch in der Production Tab. Tamalan hier den ersten Marine im Bau. Er weiß jetzt natürlich auch, was los ist. Hat den Pool gesehen, hat das Gas gesehen. Er wartet jetzt einen Rush.
Holt sich hier auch schön den Watchtower mit dem SCV an der Stelle auch sehr gut. Hier kommt die zweite Kaserne, ist auf dem Weg. Und das Baneling-Nest von Skizzus wird gebaut. Das wird ein Baneling-Bust. Sehr schön. Lassen wir uns mal überraschen, ob er da durchkommt. Die Linge sind schon auf dem Weg. Tamerlan hat es hier auch gesehen mit dem SCV. Wie wird er sich darauf vorbereiten? Stellt hier ein paar Worker nach vorne zum Repairen. Und da geht es auch schon los. Müsste momentan auf jeden Fall noch zu halten sein. Solange das Baneling-Nest noch nicht fertig ist. Da ist es fertig geworden. Tamerlan hier auch die Fabrik im Bau. Mittlerweile schon, ja, 5 Marines, 4, 3. Also ich habe die beiden hier mitgezählt, deshalb. Banelinge fertig gemorpht. Schauen wir mal in die Units rein. Natürlich hier einen großen Worker-Vorteil für Tamerlan. Da muss Skizzus jetzt schon Schaden machen hier mit seinen Baneling-Bust. Wenn er das Ruder rumreißen möchte. Hier kommt direkt die nächste Kaserne. Die Wall wird dicker gemacht. Da gehen die Banes auch los. Oh, das wird schwierig für ihn. Kann hier... Oh. Konnte hier natürlich die Wall kaputt machen. Aber wenn da keine Linge hinterherlaufen, dann wird das schwierig. Dann wird das richtig schwer. Und da baut er auch direkt wieder zu. Das war nicht so schön. Inject kommt und er schickt direkt die nächsten Linge los. Hier steht die Drohne bereit zum Exen. Geht hier nochmal los, hat hier nochmal zwei Banelinge geparkt. Das wird natürlich schwierig hier für ihn da reinzukommen. Oh, hoffentlich geht er jetzt nicht auf das Depot hier. Weil da ist dahinter kein Reinkommen. Er tut's, er geht auf das Depot. War aber nichts zu holen. Das kriegt Tamerlan momentan zumindest noch locker gehalten. In der Production Tab sehen wir hier eine Expansion. Auch sehr gut. Er merkt, da kommt er nicht rein. Ah, jetzt kommt hier Mule. Hat einen Baneling rausgenommen. Schauen wir mal, Units Lost. Da hat er sich jetzt natürlich auch durch die vielen Banelinge selber kaputt gemacht, möchte ich sagen. Konnte natürlich ein Depot wegnehmen, aber das macht dem Tamerlan natürlich nicht so viel. Produziert hier Drohnen, okay. Finde ich ganz gut, finde ich eine gute Sache. Er merkt, dass er mit dem Rush hier nicht weiterkommt und droht sehr gut. Hat sich jetzt auch mit Workern in die Führung erspielt, sozusagen. Wenn er jetzt natürlich einen Tamerlan noch ein bisschen hinhält hier und hier hinten weiter aufdroht, dann ist das doch eine relativ gute Sache. Macht hier den Switch mit dem Raumhafen und der Fabrik. Möchte wahrscheinlich jetzt Medivacs holen, ganz genau. Oh, da geht's schon wieder los mit dem Banelingen. Kriegt hier das Depot down, aber wie ich schon sagte, dahinter ist nochmal dicht. Da kommt er nicht rein. Supply Lead natürlich auch für den Tamerlan. Und der Tank hier. Der Tank, der richtet das. Wir sehen es in den Units. Da wird es für ihn schwierig reinzukommen. Er produziert aber Linge und Drohnen im Wechsel. Das finde ich sehr, sehr gut. Holt jetzt hier auch den Lea-Tech raus. Zweite Gas steht. Boro-Upgrade. Okay. Da muss ich ihm auch mal ein Kompliment aussprechen. Im Vergleich zu den letzten Spielen hat er hier schon deutlich einen Sprung gemacht. Spielt hier um einiges besser.
der Skizus, unser Zerg-Spieler. Hier kommt ein Drop. Hier ist ein Drop auf dem Weg von Tamalan. Oh, kann er das halten? Hier vorne baut er sich wieder auf, um den nächsten Rush-Versuch zu starten, den nächsten Bust-Versuch. Kleiner Supply-Block hier von Tamalan. Droppt hier die Units. Schön nicht alles. Jetzt. Okay. Kriegt hier die Queen raus und ein paar Drohnen. Das ist natürlich bitter jetzt für Skizus. Schade. Was macht er? Wie reagiert er? Er kommt mit den Lingen zurück. Auch leider noch kein Speed-Upgrade. Minute 11:30. Tamalan kriegt hier alle Drohnen raus. Wahnsinn. Und da kommt das GG. Da kommt das GG. Da war es schon zu Ende. Wahnsinn. Also ich muss ehrlich sagen, in der Runde hat Skizus schon deutlich besser gespielt. Am Anfang habe ich da schwarz gesehen, aber dadurch, dass er hinten noch die Hexe genommen hat und ein bisschen nachgedroht hat, war das gar nicht so schlecht, möchte ich sagen. Das war gar nicht so schlecht. Da können wir auf weitere spannende Spiele uns freuen. Und dann steigen wir doch jetzt mal ins zweite Spiel ein. Warte ich noch, bis ich hier geladen werde. Aber wie gesagt, das war gar nicht so übel. Da hat er diesmal einen draufgelegt, möchte ich sagen.